Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Letzte Folge der Aufnahmesession. Nächste Folge wird wieder auf die Kommentare eingegangen. Das hat gut geklappt. Sehr stark reduziert. Das freut mich. Gäste sind pausiert, damit wir erstmal unseren eigenen Kram hier erledigen können. Die Norm, Forschung 20. Nee. Dann benutzen wir den Tech Print. So, Micha. Komm, das ist Insektenfleisch. T-Rex liebt Insektenfleisch. Na. Also bei Micha auf jeden Fall eine höhere Chance, den T-Rex hier zu zähmen. Wie sieht's aus mit Spider? Spiderlein. Die gehen auch nur in Gebiet Scheißwasser. Patrouillieren draußen. Neurale Berechnung. Direkt rein. Hier ist noch ein Feralisk. Weiblich? Nee. Egal. So, übrigens, wo wird gebaut? Oh. Ach ja, ich wollte das ja hier auch mal, ne? Und dann kam wieder irgendwas dazwischen. Was für ein Material habe ich hier gebaut? Holz. So, das wird ja hier eine große Gruppenunterkunft. Komm hier hin. Hier dann. Normale in die Mitte. So. Dann noch zwei von denen hier hin. Den machen wir nicht. Und hier machen wir eine Skulptur hin. Timo, wenn du gerade dabei bist. Also langsam werden jetzt auch unsere Soldaten Berserker dann mit Ausrüstung versorgt. Oh, ich weigere mich aber noch eins von denen hier zu bauen. Gut, ein einziges bauen wir noch.
Das ist jetzt aber wirklich dann das Letzte. Wird auch mal der ganze Plastall verbraucht. Wobei, das verkostet wieder einiges an Bauteile. Hey Ismail, wenn du schon dabei bist. Wieso ist hier eine Falle? Die guten Schutzhelme. Bin eigentlich kein Freund von Massenunterkünften, aber es reicht. Oh, geht die Hungersnot wieder los? Das ging schnell. Ist jetzt nicht die beste Skulptur, aber es ist eine Skulptur. Gerade können wir natürlich gebrauchen, aber das Teufelsgarn brauchen wir genauso. Und wir haben auch keinen Teufelsgarn. Mal davon abgesehen. Essen ist unterwegs. Ist auch nur für die Schafe hier das Essen. Die anderen haben ja noch ein paar Leichen im Kühlschrank. Und ich glaube, die Vögel können auch das Insektengel essen. Es heißt, glaube ich, Insektengelee, aber bei mir ist es trotzdem das Insektengel.
kein Lagerplatz. Das ist eine Lüge. Hier ist noch eine Spinne. Wir brauchen weibliche. Den T-Rex müssen wir echt verticken. Das geht hier immer weiter wieder runter, ne? Schade eigentlich. Oder wir schlachten ihn. Dann kommen wir schlachten den. Wir gehen jetzt eh auf Spinnen. Dann kriegen wir noch mal so einen T-Rex-Schädel. Er hat uns gute Dienste erwiesen. Eigentlich nicht, aber... Oder doch nicht? Zu spät. Hauptsache, eine Person kann so einen T-Rex schleppen. Ismail, der muskulöse T-Rex-Schlepper. Schleppt er ohne Probleme. Keine Ahnung, warum der jetzt Tiere bekommen hat. Diese Helme werden aber sehr schnell gebaut. Boah, da wird sogar der T-Rex-Skull abgegeben. Das sieht hier wieder aus, ey, wie ein Tragetag. Ich brauche Tragetiere oder Tragebots. So Hunde oder so. Hunde, Wildschweine. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Wildschweine immer noch tragen. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so. So Tragehunde. Oder einen Mechanitor. Ich meine, ich muss mal gucken, wo ich die Landekapseln baue. Dann könnte ich mal wohin schießen und versuchen, ein paar zu... einen Mechanitor-Helm zu holen. Startrampe. Vielleicht machen wir die hier unten hin. Wobei, wenn ich wirklich noch mehrere Turbinen brauche, ich weiß nicht, wie viel Platz ich hier brauche. Deswegen will ich das eigentlich nicht nutzen. Ich könnte natürlich hier draußen noch einen kleinen Bereich nutzen. Aber wie groß muss der Bereich sein? Nehmen wir mal an, wir würden die hier hinbauen. Dann hätten wir zumindest 6 Rampen.
So, ich mach hier mal. Ein Granitboden. Ne, hier ist von der Landerampe sind hier schon die Granitböden. Wobei, nee. Mach doch hier einfach den Dirtboden. Einfach den Dirtboden. Ha, lustig. Jetzt fange ich schon hier in der Basis an rumzubuggen. Mir fehlen auch wirklich Boomratten, ne? So einen kleinen Hof. Ah, die Rekrutierung kann bei ihm jetzt endlich eingeleitet werden. Vielleicht muss ich für Treibstoff gar keine Boomratten holen oder hier Treibstoff herstellen, sondern ich muss auf Rimfeller gehen. Und dann schön Öl aus dem Boden holen. Das wäre eigentlich schon das nächste. Aber ich habe ja nicht mal die Atomkraft. Wenn die Atomkraft läuft, dann können wir Rimfeller mit in Angriff nehmen. Weil wir brauchen ja Strom. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt noch mehr Stromfresser bauen. Bau die halt nicht weiter, weil der Boden zuerst geglättet werden soll. Aber ich will sie nicht priorisieren. Und auch keine Baustelle in Angriff nehmen. Ja, aber dann hör doch auf, andere Dinge zu bauen. Ja. Ja, ich baue. Hör ja auf. Guck, hier wird ja auch schon angefangen zu glätten. Und wo schläft jetzt eigentlich Sigma? Hat sein eigenes Bett hier bekommen. Vor allem hier war auch noch eins frei. Warum haben wir denn hier so viele Betten gebaut? Naja, was soll's. Neuer Rekrut. Sekunde. Erstmal gehst du auf Soldat. Uff, ich sehe gerade, du brauchst Psychoid, ne? Ich muss mal bei ihm jetzt in die Drogenpolitik gehen. Eine Flasche pro Tag. Was muss er denn genau zu sich nehmen?
Psychoid. Ach. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich Psychoid herstelle. Ich meine, wir haben Psychoid hier. Bedeutet aber, ich muss hier wieder die Massenherstellung an Yayo, Gojuice, Flacke und so aufnehmen. Hast du gehört, Bloody? Nimmt er die jetzt freiwillig? Weil er hat ja eine Abhängigkeit. Ich habe bei sozialen Drogen, glaube ich, bei Abhängigkeit. Ne, wenn die hier so abhängig sind, dürfen die die nehmen. Außer bei Bier, da gibt es Entzug. Und bei Rauchblatt. Sonst dürfen die die immer nehmen. Ja. Sollte funktionieren. So, dann rollen wir mal ihn aus. Da er Fernkampf kam, kommt er vor einer Yada. Und kriegt auch noch eine Fernkampfwaffe. Und zwar das LMG. Und das Langschwert aus Stahl als Seitenwaffe. Feralisk rächt sich. Dann ist der Feralisk aber tot. So, dann würfeln wir mal aus. Wo ist die App? Da. Wieder so viel Kram rum. Gut. So, du hast Glück gebracht. Du darfst nochmal würfeln. Eine 18. Der würfelt echt gut hier. Uranyl haben wir aber schon. Dann nehmen wir einfach die Hälfte. Das wäre dann Gersa. Willkommen in der Kolonie. Bald muss ich gar nicht mehr würfeln, weil wir gar nicht mehr so viele Plätze haben. So, du kannst bauen, Mining, Handwerk. Sollen wir dich auf Handwerk ausbilden? Wobei das alles wir Bürger bauen können. Also, ich finde bauen im Moment halt wichtiger. So, das bedeutet... Du kannst auch jagen gehen. So, du wirst als erstes bauen. Dann wirst du schneidern. So, Handwerk kriegt noch eine 2. Ach, wir sind wieder... Ah ne, ich wollte gerade sagen, wir sind wieder im Tragetag. Ressourcen mache ich mal bei jedem auf 1, weil den Rimfiller nehmen wir dann ja doch später rein.
So, und hier hinten hat Gerza nichts. Gut. Ja, dann macht er, wenn nur einmal. Ach, guck mal hier. Hat Streck gelohnt. Ist aber wieder hier gefährlich hier. Alter, wehrlich. Riesenfisch. Da könnt ihr den nächste. Ha! 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 Da musst du dir wen Neues suchen. Was fehlt uns denn hier? Sandstein, wir haben keinen Sandstein mehr. Auch mal was Neues. Brauchen wir Sandstein für die Fallen hier? Brechen wir alle ab, machen wir alles Holzfallen. Hier. Oh, das bedeutet aber jetzt wieder, dass die wieder die ganze Zeit nur Fallen bauen. Warum? Warum hast du das getan? Wir könnten das schon mal durchforschen. Ja, wir können das ja schon mal vorbereitend forschen, ne? Hey, du solltest doch keine anderen Baustellen machen, ne? So können wir die noch nie Autoumkraft. Ja, ich weiß. Was soll ich hier machen? Wieso bist du immer noch nicht bekehrt? Naja, da übrigens, bekehren. Sigmar schläft. Sigmar, aufstehen. Naja, da, aufstehen. Stimmung ist scheiße. Aber warum wohl? Weil du uns nicht bekehrt, weil du nicht bekehrt bist. So, Sigmar, aufstehen. Aufstehen. Direkt abgefangen. Zack. Das war sehr gut. Naja, das ist richtig überzeugend. So, Holz wird jetzt schon krass weniger. Das ist, glaube ich, halbiert jetzt. Alter, wir haben die so eng aneinander gebaut. Wir müssen echt aufpassen, dass wir unsere eigenen Leute sich jetzt hier nicht verletzen. Normalerweise lasse ich ja deswegen immer Platz. Aber wenn ich Platz lasse, haben die Gegner auch Platz. Klar, wir könnten überall einen Platz lassen, da Türen hinmachen, weil die Türen, da würden die nicht durchgehen, würden durch die Fallen laufen. Aber das auch finde ich irgendwie lame.
Also wenn die Bäume hier, die brauchen ewig, aber wenn die einmal stehen, dann bringen die echt viele Ressourcen. Unser Lager wird auch langsam wieder voll. Auch wenn wir sehr viel Hopfen für Bier haben. Nur keinen haben, der hier Bierwürze, sage ich mal, herstellt. Naja, wir haben so viel andere Sachen zum Kochen. Wieso ist der da und nicht hier? Oh, der ist vergammelt? Ach, weil die immer die Tür aufmachen, die Schweine. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt kriegen die hier alle noch Lungenfäule. Wieso treiben die sich auch hauptsächlich hier in diesen Höhlen rum? Fühlen die sich da so wohl? Hier auch Lungenfäule. Hier machen wir auch verrottende Tierleichen. Oh, guck mal hier. Es geht voran. Dass ich das nochmal erleben darf. Am Ende der Aufnahme-Session geht es mal wieder weiter mit der Atomkraft. Und Gersa hilft mit. Wir haben jetzt auch so viele Leute, die bauen können. Das müsste jetzt doch eigentlich mal vorangehen. Sigmar? Ja, gut. Pascal auch am Start, Gerse am Start. Wo ist Nayada? Nayada drückt sich vor der Arbeit. Ach, so sieht's aus. Mal schön an die Arcade-Maschine hier gehen, ja? Und die anderen arbeiten lassen. So, so, so. Was macht Ismael? Ismael glättet hier oben. Timo schläft. Hier ein Weibchen. Dreckt mich ja hier drauf. Oh, nur noch ein. Dann können wir hier das Ding herstellen. Was ich aber schon mal machen kann, ist hier zwei von denen hinmachen. Komm, das priorisieren wir durch. Nayada, du wirst jetzt priorisiert, weil du machst ja die ganze Zeit sonst nichts. Wenn man dich hier nicht rumscheucht. Da tue ich einmal nicht arbeiten, wenn ich hier Dreck fertig gemacht. Ja, so läuft das doch. Ist ja auch im echten Leben so. Also reichst du dir permanent deinen Arsch auf und dann machst du einmal was ruhiger, ja? Und dann wirst du direkt so dargestellt, als würdest du nie was machen. Ist doch so. Ist doch immer so.
So, da jetzt hier durch ist, kann ich endlich den Storage Pool bauen. Oh, wie rum war der nochmal? So rum oder so rum? Das könnte der Arm sein oder die Stelle zum Drauflegen. Der wird so oder so falsch rum sein. Also, wenn ich mir so das Bild angucke, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Guck mal, das unten könnte sein, die Fläche zum Drauflegen. Ich baue es mal so rum. Ich baue es mal so rum. Timo, du weißt, dass du einfach nur den hättest glätten müssen, dann wäre der andere automatisch mitgeglätt, ne? Aber, okay. Timo ist ja auch noch jung. Xenotech Elite Glittertech Glitwire Basic Xenotech Schildgürtel. Weißt du Bescheid? Bauteile werden jetzt langsam wieder mau, ne? Ja. So, die Folge ist rum, aber ich will den hier noch mitkriegen. Ja, das, ich weiß, das ist übertrieben, egal. So, ich hoffe, dass die Lampen nicht kaputt gehen. Es kann sein, dass es gepatcht wurde. Das war ja mal so, wenn man so große Dinger baut. Ich meine, bei dem war das mal gewesen. Da hat man hier Lampen gebaut und dann wurden die abgerissen automatisch. Timo, mach das bitte zu Ende. Timo, richtig gut geworden im Bauen. Hat fast Nayada überholt. Oh, es war richtig rum. Es war richtig rum. So, die alle müssen jetzt hier hochgetragen werden. Und ich glaube, dann zählen die hier nicht mehr dazu. Vielleicht mittlerweile ja doch. Vielleicht haben sie es geändert. Hä? Nee. Dann stellen wir den hier für immer. Oder ich muss dann halt jedes Mal neu einstellen. Weil wenn die dann hier einmal drin sind. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass die hier nicht mehr dann zählen, ne? Haben die eigentlich den Boden gezählt? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. So, das heißt, wir können die Lampen jetzt schon mal anfangen wegzureißen. Die Fackeln. Weil hier kommen ja jetzt richtige Lampen dann hin.
Hier passen noch 4 rein. Schlimm. Hey, wo geht denn hier hin? Nachtfeier möglich. Was hast denn du für ein... Was hast denn du für einen Helm auf? Sieht Bambi halt aus, ja? Das sieht aus. Hey Micha, wenn du gerade mal da bist, füll mal bitte auf. So, du wurdest bekehrt als weiterer Koch. Gut, dann kannst du jetzt gezähmt werden. So, hier sind aber noch nicht alle Wände durchgeglättet. Was soll denn das los? Voran jetzt hier, Wände glätten. So, hier geht jetzt keiner mehr raus. Das priorisieren wir jetzt durch, ja? Das wird jetzt in dieser Folge noch fertig priorisiert. Hier kommt keiner. Das wird jetzt komplett durchgedingst. Hier macht keiner mehr Feierabend. Bis das fertig ist. Gersa, was hast du vor? Ismael, was hast du vor? Na, guck, Sigmar macht's von alleine. Timo schließt sich denn an, sehr schön. Er hat gemerkt, oh, wir müssen hier weitermachen, ansonsten darf hier keiner mehr nach Hause gehen. Ismael, was hast du vor? Gersa,
Guck mal, Sigma, ey, macht permanent, ist der weiter am Ballern. Der ballert einfach. Ismael, schön, dass du dich dazu entschieden hast, die letzten beiden zu machen. Gut, ist uns noch einer übrig. Ach, guck mal, Timo, jetzt dürfen sie wieder gehen, weil ist ja der Letzte jetzt hier. So, hier muss noch Beleuchtung rein. Und dann kann jetzt hier schon mal die Torturbine hin. Muss ihn bestimmt mit dem fetten Arsch dahin. So, mit dem fetten Arsch dahin. Stahlmäßig aus. Ja gut, wird immer nachgeballert. Von daher weniger schlimm. Wie viel kosten das? Boah, 25 Turbinenblades, wo kriegen wir die denn? Hier. Wie viele waren das? 250, also 25 mal. Damit. Genau, mach lieber Turbinenblades. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt aber auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.